Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Jetzt geht's endlich los. Nach ein paar Tagen Relax-Urlaub, Bootsfahrt und so weiter. Pigadia wandern, Karpathos wandern, so rum. Und heute geht's dann von Pigadia nach Amopi. Ja, fast schon ein bisschen warm. Ich habe ein bisschen getrödelt, 7:15. Die Sonne ist schon kräftig. Und ich hatte gedacht, es wäre mehr los. Denn wenn man ja tagsüber wegen Hitze nicht arbeiten kann, dann vielleicht morgens früh, aber ist leider nicht. Aber ich will hier nicht politisch werden, soll ja ein Wanderfilm werden. Kleine Orientierungshilfe, da unten ist der Poseidonbrunnen, da startet ihr normalerweise. Dann gibt es hier das Hotel Karpathos. Ja, und dann geht es da erstmal die Treppen rauf und ich freue mich, wenn ich aus dem Ort raus bin. Ja, vielleicht nochmal zur Orientierung. Treppen, die gehen jetzt hier noch weiter. Und da sind wir hergekommen. Ja, im Wanderführer steht, rot-weiße Markierungen weisen deutlich darauf hin, dass es hier lang gehen soll. Ich sehe nur noch was Rotes und hoffe mal, dass wir hier richtig sind, weil weiß ist hier also absolut nicht mehr. So kann sich die Zeit ändern. Der Wanderführer ist aus 2012 und jetzt haben wir 2015. Gehen wir mal hier hoch. So, aber schon mal ein sehr schöner Blick zurück. Und ich denke, da werden wir noch einige von erhaschen. Deswegen gehe ich jetzt mal weiter. So, erst müssen wir ja rauf, damit wir wieder runter können an die See zum nächsten Ort. Ja, und das ist natürlich schon morgens früh, muss man arbeiten. Aber ihr seht, noch keine Sonne. Herrliche Ruhe. Ja, man muss dabei sagen, am Ort sind jetzt sehr viele Italiener, aber das ist denen eher naturell. Kein Vorwurf. Da wird natürlich geschnattert bis zum Gehen nicht mehr. Und deswegen freut man sich. Ja, eigentlich ein sehr schöner Ort, um euch mal diesen Ort Pigadia zu erklären. Also ihr seht, nach hinten hin ist er vielleicht noch etwas größer. Bekommt man aber als Touri so gar nicht mit. Denn so als Touri sage ich mal, hier diese eine Straße hier oben. Und das ist es auch, ne? So, dann habt ihr unten das Übliche, die Räuberhöhlen und Restaurants, die auf Massentourismus ausgelegt sind. So, besser ein beziehungsweise zwei Straßen weitergehen und dort findet ihr dann die noch humanitäre Preise und ja, halbwegs hausgemachtes Essen anbieten. So, dann geht dieser ganze Ort hier unten, wie so zum Schlendern, Hafen, Bootsausflüge, ne, rechts. Ja, und dann geht die ganze Geschichte so da hinten in diese, ich sag jetzt immer Neustadt dazu, über, das ist da, wo die Hotelbauten am Strand sind. Da gibt es aber eigentlich großartig nichts, auch nichts zu sehen, nichts irgendwie, was irgendwie griechisch anmuten würde. Aber da hinten sind dann die Strände. Ja, das ist so, ja, Sandkies und im Wasser sind ein paar Steine, kann man diese Wasserschuhe anziehen, wenn man denn möchte. Oder man springt frühzeitig rein, geht auch. Aber ansonsten seht ihr schon, die Location ist schon mal sehr, sehr schön. Ja, und wir gehen jetzt dort vorne weiter. So Leute, einzig dieses kleine Steinmännchen gibt uns so einen Hinweis auf den Weg. Neben dem Wanderführer, wo dann stand 200 Meter rechts, bringt mich wieder auf Navigation. Und ihr seht es hier, ne? Ich habe also auf meinem Mobile Maverick, und da gehen alle GPS-Tracks, egal in welchem Format, GPX, KMS, KML, gehen da rein. Müsst es nur im richtigen Ordner ablegen, das ist immer so ein bisschen problematisch. Und ihr seht schon, der Richtungsanzeiger ist völlig richtig. Wenn ich hier hoch zeige, sind wir wieder in der Spur und dann gehen wir jetzt hier hoch. Also ich würde es euch wirklich immer empfehlen, für solche Geschichten, die Sonne brennt, man geht allein und da sollte man sich nicht allzu viel verlaufen. Okay. So Leute, nochmal ein kleiner Blick zurück. Ja, ein bisschen Kraxelei am frühen Morgen, ne? Aber auf gar keinen Fall später losgehen wie ich. Ihr seht, da kommt unser Freund die Sonne. Wir haben Anfang Juli. Deswegen sind dann solche Wanderungen auch nur maximal bis zu dieser Uhrzeit machbar.
Ja, und wir sehen, es gibt noch ein bisschen was zu tun, Leute. Also, Attacke. Ja, Freunde, der ein oder andere wird sich gefragt haben, warum sind die Bäume hier so, wie sie sind, nämlich alle gebogen, so. Und das ist noch harmlos da vorne. Das hängt mit dem Karpatos-Wind zusammen, könnt ihr mal googeln. Also, hier ist so meistens abends, nachts, also eher nachts, so Wind in Sturmstärke, ne? Also das bläst hier schon ganz schön, hat aber den charmanten Vorteil, dass das so einer der wenigen Plätze ist, wo ich sagen würde, hier kann man es im Sommer aushalten, ne? Weil tagsüber auch immer ein schöner Wind und das macht das Ganze hier wesentlich angenehmer. Heute, natürlich, wenn der Dirk hier losgeht, ausnahmsweise mal, ne? So gut wie kein Wind. Ja, hätte mir ganz gut getan, aber so, wir gehen jetzt hier noch ein Stück weiter. Und dann denke ich, haben wir die Höhe auch schon erreicht. So, hier an meinem Pausenplätzchen sehe ich, dass hier rechts auch noch ein Weg rauskommt. Wir sind ja immer ohne Weg jetzt gelaufen eigentlich, immer diese Feuerschneise. Und der geht dann auch und endet in diese Feuerschneise. Da gibt es sicherlich also demnach auch noch eine Alternative. Ja, nicht wundern, bis auf 2 Liter Wasser, nicht alles Wandersachen drin, sondern Flossen, Schnorchel und so weiter. Denn ich habe auch noch andere Hobbys. Ja. Und wir gehen später da oben weiter. Und wenn ich oben am Kupp bin, mache ich noch mal wieder eine Aufnahme. Jetzt erstmal Pause, trinken und so weiter. See you later. Ja, da fällt mir gerade so ein, für die Damenwelt sicher sehr interessant. Die ganze Pflanzenwelt ist hier sehr stachelig und langanhaltend. Wer da also empfindliche Beine hat, ich könnte die Socke natürlich noch ein bisschen hochziehen. Ich sehe gerade, was da alles so dran hängt. Mache ich dann gleich vielleicht auch. Okay, sollte man nur dran denken, lange Hose ist hier auf sehr vielen Strecken das Bessere. Hier war ich mir relativ sicher, dass ich sie nicht brauche und habe sie mal weggelassen. Und ihr seht, das war soweit bisher in Ordnung, weil die Beine sind noch völlig in Ordnung. Okay, so. Dieser GPS-Track hier, der hat dann wieder wenig zu tun mit den Beschreibungen aus dem Wanderführer. Aber der Track ist ja zumindest mal richtig und da kann man ja sich immer entscheiden, ihr kennt das. Was nehme ich jetzt? Buch, Markierung, GPS. Wichtig ist, man muss sich für eins entscheiden und ich habe das getan hier mit dem GPS. Und es läuft gut und ich werde euch berichten. Ja, und ich kann euch berichten, Fatih ist richtig. Dirkie, ne? Und jetzt schauen wir mal, ob jetzt irgendwas von dem eintritt. Ich setze das Ganze hier aus 2 Wanderungen aus dem Wanderführer zusammen, damit das passt. Und im Wanderführer steht die Strecke auch andersrum. Amopi Pigadia. So, und da hinten ist wirklich mal etwas, was ich im Wanderführer entnehmen kann. Nämlich eine Kapelle, eine Kirche, irgendwie sowas. Schauen wir mal, wenn wir da sind. So, Freunde, das ist dann die Kapelle Agia Kyriaki. Und wir schauen gleich mal hier. Hier soll es einen tollen Ausblick geben. Mache ich mal so ein 360 Grad für euch. Zu schnell natürlich, wie immer. Aber auch ich muss ja sehen, dass ich vor der richtigen Hitze in Amopi bin. So Leute, hier würde es jetzt so ein bisschen, ne, klettermäßig runtergehen. Wir können aber auch die Asphaltstraße gehen. Ja, und das machen wir jetzt mal. Ist ja auch ein bisschen entspannt bis zum nächsten Punkt. Und dann schalte ich um auf die nächste Wanderung und dann schauen wir. Ich halte euch auf dem Laufenden, Leute. Aber hört ihr?
außer zirpenden Grillen nichts. Good morning. Ja, der eben konnte mich auch nicht verstehen, weil falsche Sprache. Kalimera. Kalimera. Okay. Dann nicht. So, versuchen wir es mal mit einer anderen Sprache. Guten Morgen. Ja, auf jeden Fall seht ihr mal, also dieses fluchtartige Verhalten, ne, wie eben, also mit Good Morning und Kalimera, haben die zumindest bei Guten Morgen nicht. Tja, was soll uns das sagen, Leute? Okay, wir gehen weiter diese Asphaltstraße hier. Ist dann 1 Kilometer länger die Strecke, aber ich denke trotzdem genauso schnell. Vielleicht versuchen wir es mal mit einer weichen Sprache. Bonjour. Bonjour. Ah. Ja, seht ihr, Leute? Die Franzosen. Bonjour. Passiert überhaupt nichts, ne? Frisst er weiter. Also wisst ihr Bescheid. Mit den Ziegen immer Französisch sprechen. Okay. So, wenn ihr die gleiche Strecke machen wollt, setzt sich wie gesagt aus 2 Strecken zusammen. Jetzt würde es normalerweise wieder Richtung Pigadia gehen, wenn man diesen Rundweg machen möchte. Aber wir wollen ja nach Amobi und da zeigt das Navi unser Maverick darüber. Und da gehen wir jetzt lang. Einmal hier unten am Parkplatz angekommen. Rechts. Ja, immer wieder schön. Rechts die Berge. Und wenn wir jetzt uns einmal links rumschauen, das Meer. Die schöne Piste ist jetzt nicht so weltberauschend zum Wandern, aber ja, lässt sich gut machen. Dann gehen wir mal weiter. So Leute, ich habe euch da mal jetzt ein Steinmännchen hingesetzt, weil ich war schon natürlich wieder on the road links. Und ja, auch mit dem GPS ist natürlich nicht immer ganz genau. Und sah auch bis da hinten so aber gut aus. Aber ihr seht später, wenn ich euch meine getrackte Strecke zeige, dann seht ihr, ich habe ein paar Runden gedreht. Aber nochmal, hier geht's rechts. Ja, kurze Steigung und dann kommt er hier in dieses Kiefernwäldchen, will ich das mal sagen. Aber schöner Wind, schöne Beschattung, ganz toll. So Leute, es gibt noch ein bisschen was zu kraxeln, bis wir die Höhe wieder erreicht haben. Wir haben ja durch dieses Asphaltsträßchen die Höhe komplett wieder einmal verloren. Ja, und ihr seht, so geht's hier rauf. Ich sehe auch nicht mehr so richtig, was ich jetzt hier so im Display der Kamera abzeichnet, weil der Schweiß mir sowas von runterläuft. Okay, aber da geht's weiter. Und da wird es wohl die Anhöhe sein, weil viel höher sehe ich jetzt wirklich keinen Baum mehr. Okay. So. Ich hoffe, wir haben die Kammhöhe dann wirklich erreicht. Also die Kammhöhe für diese Wanderung jetzt hier. Und dass es dann jetzt nur noch runter geht, weil ja, Hitze, aber aktuell gerade jetzt um die Zeit ist ja Hitzeperiode in Deutschland und da könnte ich mir viel Schlimmeres vorstellen, als hier zu wandern. Und auch da seht ihr wieder, ne, vom Wind, ist schon enorm, was hier geht. Heute natürlich nochmal, wo Dirki wandert, so gut wie nichts. So, ja, nochmal für die GPS-Wanderfreunde, ne? Also, wo soll ich es euch besser zeigen als auf so einem Weg? Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen oder halbwegs erkennen. Ich weiß es nicht, weil ich kann jetzt durch die Kamera so auch nicht weiter gucken. Ihr seht also am besten an solchen Stellen wie hier, wo es Gabelungen gibt, schauen. Okay, und ihr müsst jetzt hier ein bisschen umgekehrte Richtung denken. So, und da sehen wir ganz klar, okay, Handy zeigt nach da, er will da hoch. Und dann passt das Ganze auch. Dann kann man sich eigentlich nicht verlaufen, war mein Fehler eben, weil ich das Ding einfach nicht aus der Tasche geholt habe bei der Gabelung. Die Gabelung ist so mir gar nicht aufgefallen, ist mal wieder am Träumen. Ansonsten ist dieses Teil super genau. Thank you.
kennt ja meinen Slogan, der Herr ist mein Hirte, Gottvertrauen ist alles. Und hier hat er mir wieder ein schönes Plätzchen bereitet. Ich setze mich mal hin und dann spreche mal kurz über die Strecke, was liegt noch so an. Ich freue mich. So, was habe ich wassertechnisch für diese Strecke mitgenommen? 2 × 0,75, also 1,5 Liter. Ein Apfel noch, ist ja auch ein bisschen Flüssigkeit. Und das mal dazu. Ich habe einen neuen Camcorder. Ja, merkt ihr vielleicht. Diesmal aufgerüstet von diesen früher mal 300 Euro, dann 500 Euro Camcorder. Jetzt war es dann einer für 1000. Canon Legria 30. Ja, okay. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Strecke an. Ja. 10.30 Uhr, also doch schon 3 Stunden 15 unterwegs. Und wenn ihr was von 3 Stunden, ja gut, das war jetzt so, ich habe ja zwei Wanderungen zusammengelegt. Das seht ihr vielleicht hier, dass das hier die eigentliche Wanderung ist, hier, ne, die Wanderung 2. Ich bin allerdings hier einen viel schwierigeren Weg hier rumgegangen und hier hoch. Das ist die Wanderung 1, wo man dann im Endeffekt hier so ein, ja, ich sag mal bis hierhin, bis da glaube ich, so vorne hier so einen Bogen macht. Okay, daran ganz gelegen haben, war natürlich ein bisschen verlaufen noch, das, die Filmerei. So, und es ist noch eine Ecke, aber das Ganze hier geht eigentlich jetzt nur noch runter und dementsprechend sind wir natürlich dann auch fix. Ja, schauen wir mal, was wir tatsächlich brauchen. Ich schaue mal gerade eben, ob die Garmin noch an ist. Ja, ist sie noch. Also das ist nämlich mit dem Akku immer so ein Problem bei so langer Zeit. Und dann haben wir die Strecke auch getrackt und ich kann es euch danach nochmal zeigen. Mit allen Verlaufern und so weiter und so fort. Ja, und jetzt knallt es natürlich schon, 10.30 Uhr, also lege ich mal einen Schritt zu. So, an der Einstellung erkennt ihr jetzt, dass wir einmal im großen Bogen rumgeführt wurden, wenn ihr euch erinnert, da hinten das Stück haben wir schon mal gesehen eben, und zwar von da. Wir sind also jetzt einmal in einem riesen Bogen hier rum und jetzt kommen wir wieder hier unten raus. Attacke, Dirki! Ja, es gab ja dann doch noch Wind für den Dirki und das ist natürlich für die Aufnahmen dann immer trotz Windschatter ja gefährlich. Deswegen mache ich jetzt eine kleine Nachvertonung. Hier seht ihr nochmal, ne, wie abgeschrägt diese Bäume tatsächlich durch den Wind sind. Ja, und wir haben von hier oben aus eben halt auch wirklich nochmal einen Blick zurück nach Pegadia. Und so seht ihr auch, dass wir da eine ziemliche Schleife laufen. Ja, okay. Ah, auch hier wieder Leute, ne? Ihr seht's, der Herr ist mein Hirte. Wind. Ja. Dirki hat sich Wind gewünscht und schon gibt's Wind. Da sage ich nur Danke. Schattenstarre. Immer wieder interessant, auch vom Camino Mozzarabe. Schattiges Fleckchen, zusammenhocken. Da gehen wieder vier da hinten links. Und nächstes Schattenplätzchen. Ja. Und irgendwie hilft's. Ja, der andere hat sich eine bessere Position außen links gesucht. Oh. Und er da? Ah, der macht eine Solo-Gruppe auf. Okay. Und wir gehen hier weiter. Vorne, ja, so ist das mit dem Wind, da vorne das geheiligte Land, Amopi. Thank you.
Ja, hier nochmal ein ganz kleiner Blick zurück. Das waren nur ein paar Minuten da, die Straße runter. Und dann kommen wir hier unten raus und sind jetzt schon auch wirklich auf Meereshöhe und geht dann jetzt geradeaus. Kurz, ganz kurz hier an der Stelle was auch zu den weiteren Teilen meiner Wanderungen hier auf Karpathos. Ja, das mit der Kamera gerade und ruhig halten stellt natürlich bei dem Wind ein richtiges Problem dar. Insofern seht es mir nach, also die Wackler. Ja, Freunde, Amopi in Sicht und irgendwo da unten ist für mich eine Liege reserviert, wobei ich die in aller Regel nie nutze. Ihr wisst ja, mein indianischer Name, der mit den Hummeln im Arsch. Und da wird es wahrscheinlich dann so 5 Minuten und dann ab ins Wasser zum Schnorcheln. Irgendwie so könnte ich mir da vorstellen, wird wahrscheinlich der Tag laufen. Aber wie gesagt, meine liebe Gabi ist schon da unten und ja, ist mit dem Bus gefahren, ne? Und hat dem Dirki schon mal eine Liege reserviert. Und es gibt mehrere Strände in Amopi. Ich zeige euch nachher ein bisschen was von Amopi, so wie ich am Anfang was von Pygadi gezeigt habe. Okay. Ja, aufgrund des Windes jetzt auch hier wieder eine kleine Nachvertonung. Also das ist so der Blick, wie ihr in Amopi einlauft. Ich meine, ich habe so um die 4 Stunden gebraucht. Also ihr seht schon, 2 Strände. Ihr müsst auch über den Strand laufen unten, um dann tatsächlich die Wanderung zu beenden. Müsst erstmal runterlaufen zum Strand, könnt dann oberhalb gehen. Ihr könnt aber auch unten am Strand, führt auch einen Weg lang, zum nächsten Strand laufen. Und ihr seht schon, glasklares Wasser. Ich lasse jetzt gleich mal ein Stück auch laufen für die Schnorchler unter euch, wo ihr seht, also das Wasser ist wirklich glasklar. Es sind natürlich hier in der Vielfalt, ist nicht viel zu sehen, aber doch schon einiges. Und ja, wer eben halt so ein bisschen naturbegeistert ist, der wird sehen, es passt schon. Ne? Ja, was will uns der Bekloppte da im Wasser sagen? Also, tolle Wanderung, hat mir riesen Spaß gemacht. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder bei Wanderung 2. Und jetzt kommen noch ein paar Bilder von Amopi. Und die Fotos, die ich gemacht habe, findet ihr wie immer auch in Panoramio und damit auch in Google Earth. So könnt ihr die Strecke noch ein bisschen nachvollziehen. Okay. Ja, Freunde, im Gegensatz zu meinen sonst üblichen Wanderfotos, stelle ich euch jetzt hier mal so ein bisschen ein paar Fotos ein von Pygadi, ne, ihr seht das schon, und später von Amopi, vielleicht noch ein paar bewegte Bilder. Ja, das war es dann von dieser Wanderung hier, Wanderung 1. Insgesamt gibt es 4 Teile, Link zum nächsten Teil immer dann am Ende jedes Videos. Ja, okay, dann sage ich mal bis zur nächsten Wanderung, euer Mr. Bullfish, euer Dirk, euer Dirki, wie auch immer ihr wollt.